Servus Leute, willkommen zurück zu Project Zero 3, Determined. Ja, ich habe nachgeguckt, wo ich angeblich hin muss. Also entweder muss ich... Moment. Also entweder muss ich dahin oder ich muss... Knopf. Ich muss... ach man. Super, dass ich alles falsch drücke. Sag mal, wo war denn das jetzt? Ja, das... Da war das eine. Genau, oder ich muss dahin. Einen der beiden Orte muss ich aufsuchen. Und mir ist noch was aufgefallen, nämlich... Kann man das hier sehen? Ne, hier kann man das nicht sehen, deswegen zeige ich das nochmal kurz hier bei der Speicherlaterne. Nämlich... Moment, Moment. Man sieht da unterhalb Nächte 6 und so weiter Rei Kurosawa und... Oder Kurosawa. Und ich glaube, die Besitzerin des Antiquitätenladens vom fünften Teil hieß auch Kurosawa. So, zuerst mal hier um die Ecke. Das kann ja ein herrlicher Weg zurück werden. Einfach nur um die Ecke und dann... Ich sehe jetzt schon 100 Geister. Moment mal, ich muss meinen Sound hier etwas regulieren. Jetzt ist er, glaube ich, zu leise. Ach, egal. Spätestens, wenn ein Geist auftaucht, werde ich schon sehen, ob der Sound jetzt passt oder nicht. Also hier bei mir, bei den Kopfhörern. Für euch reguliert sich der Sound ja nicht, weil ihr habt immer die gleiche Lautstärke. Ich allerdings nicht, aber nun gut. Es ist schon irgendwie praktisch, wenn man sowas hat. Da muss ich nicht zwangsweise auch dieselbe Lautstärke haben wie ihr. Kann ich mich besser auf das Spiel konzentrieren und muss mich nicht darauf konzentrieren, dass mir irgendwie die Ohren wegfetzen, weil alles zu laut ist. Oder sonst irgendwas. So, hier soll der Garten sein. Ja. So, dann... Dadurch... Da vor mir sollte schon der Raum sein. Genau, entweder ist es hier jetzt, oder es ist der andere Raum. Okay, in die Ecke. Okay, scheint wohl der falsche Raum zu sein, da muss es der andere sein. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Ich muss eigentlich nach oben. Das heißt, ich muss den. Wenn ich den Weg gehe, gehe ich nur nach unten. Der Weg ist der nach oben. Nein, der Weg ist nach oben. Und da nach unten. Dann so rundherum. Oh mein Gott, das kann ja ein Weg werden. Dann bin ich nämlich da. Da bin ich nämlich da und dann da nach oben. Das könnte lustig werden. Ich sehe jetzt schon, dass ein paar Geister mir auf die 12 fahren wollen. Nun gut. Ich nehme es trotzdem auf, weil vielleicht passiert ja was. Wobei, ich hoffe eigentlich, dass nichts passiert, weil sonst mache ich mir vor Angst ins Hemd. Vor Angst ins Hemd. Jetzt hätte ich fast den Satz verschluckt. Ich sehe hier schon irgendwo was. Oder auch nicht. Über mir vielleicht? Moment, über mir wäre... Ach Gott.
Wie wäre das da? Bisschen Schiss, dass da oben jetzt ein Geist oder ähnliches kommt. Das Geräusch gefällt mir auch nicht. Ja? Deibel. Wo? Ich höre was. Nicht. Also hören tue ich auch was, aber ich spüre was. Irgendwas sehen. Irgendwie. Ach Gott. Ach so, das zeigt mir das da hinten dann wahrscheinlich. Doch nicht. Nee, nicht in der Richtung. Feind hier. Oh Gott. Warum? Okay, ich gehe nach oben, das wird schlimm. Ich gerade was gesehen? Hier ist was. Hier irgendwo. Ganz deutlich. Genau hier. Der Controller vibriert wie verrückt. Genau hier. Da. Genau da. Man hört vielleicht, wie er vibriert. Das da. Sehe ich so nichts, aber so schon. Das macht mich nervös, ganz im Ernst. Ja, diese. So, hier komme ich durch. Hier will ich nicht durch, lass mich in Ruhe. Ich will hier nicht draußen sein, viel zu kalt hier. Vielleicht darf ich einfach nicht so ran. Sie merkt definitiv, dass da irgendwo was ist. So, ich habe das Fenster geöffnet. Könnte übrigens sein, dass man jetzt draußen einen Zug hört. Da! Kinderkopf. Was hat sie gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Die Treppe muss ich nach unten, oder? Die nach unten und dann rundherum. So viel zum Thema, wir sehen Geist. Das war jetzt zwar nicht der Geist, also nicht der Geist, nicht so ein Geist, wie ich erwartet hätte, aber ich dachte eigentlich nicht Geist deine Hand. Wahrscheinlich kommt das auch noch. Nur zur Sicherheit. Ich rechne mit allem hier. Das Spiel hat eine unheimliche Atmosphäre. Vor allem, weil irgendwie so wenig passiert. Und wenn was passiert, dann ist es nicht allzu viel. Es muss ja auch nicht wirklich viel passieren immer. Und trotzdem. Du guckst wieder dahin. An der Wand, ja, danke. Das war jetzt eigentlich nicht das, was ich sehen wollte.
Hast da nach unten geguckt, definitiv. Ist da irgendwo was? Oh, da ist sogar was. Danke. Gut zu wissen. Oh, das hat mich ein bisschen erschrocken, aber ich war darauf gefasst. Das sieht. Ich dachte erst, das rechts wären zwei Augen. Zumindest erkenne ich da, glaube ich, ein Auge. Aber da in der Mitte, das ist auch eine Person, denn definitiv. Gut. Mal wieder ein Geist fotografiert. Also irgendwie ist dieses Projektion ein kleines bisschen anders als die anderen. Ein kleines bisschen. Die Atmosphäre bringt es trotzdem gut genug rüber. Jetzt hätte ich fast nicht aufgepasst. Und ich habe den Text unten halt nicht gelesen, verdammt. Ich habe, glaube ich, ein Was gelesen, aber mehr auch nicht. Ich hätte besser aufpassen sollen, aber ich hab jetzt gerade nicht damit gerechnet, irgendwie. Heilung, Heilung. Ja. Da gibt's irgendwo was. Vielleicht über mir. Möchte es sein, hoffe ich, dass. Wobei, ich hoffe eigentlich nicht, dass über mir was ist. Aber mir bleibt wohl nichts anderes übrig. So, rein theoretisch müsste ich jetzt diesen Weg nach oben, wenn ich nicht immer das Falsche drücken würde. Genau, dann bin ich da und da ist dann der Raum. Hier ist was, oder? Komm, gib's mir. Die Lampe ist aus. Ja, dachte ich mir schon irgendwie. Muss irgendwo was sein. Es ist definitiv vor mir, aber wo genau? Es vibriert doch wie blöde. Jetzt vibriert's. So, jetzt vibriert's am krassesten. Das heißt, das muss mit diesem Mantel da zu tun haben. Sein, dass da unterhalb was ist. Ich glaube, ich sehe da was. Ja, ich sehe da was da unterhalb. Da ist ein Geist. Aber wie kann ich den fotografieren? Da! Das ist ein Kind. Nein, heißt das, ich muss gegen das Kind kämpfen? Da, da war es, da. Der Geist des Kindes hat ein altes Stück Papier hinterlassen. Ein Papierstück. Mami, es tut mir leid. Papi, ich versucht, meinen Ball zu kriegen. Und bin gefallen. Ich hatte Angst. Es tut mir leid. Was für bestimmt. Ist noch irgendwas. Ich höre ein Kackgeräusch. Und ich höre Geister kämpfen hier, glaube ich. Ja. Das Kind. Ach, verdammt. Weil hier gegen das Kind zu kämpfen, ist, glaube ich, nicht so klug. Mädchen. Nein.
Wo ist sie? Da irgendwo. Ne, jetzt ist sie da. Hinter mir? Ja, natürlich. Ne, neben mir war es. Ich gehe da nach oben. Ich glaube, da kann ich besser kämpfen. Hallo? Ich meine, gut, das Mädchen macht nicht sonderlich viel Schaden. So, ich dachte, die. Der Schatten wäre gerade. Von mir? Da! Einfach mal ballern. So mache ich zwar nicht viel Schaden, aber hey. Ich wollte gerade sagen, rechts von mir, aber ich hab's. Zu spät gesehen. So. Mädel, hast dich hier mit der falschen Geisterjägerin angelegt. Da! Jetzt ist sie weg. Nee, sie ist noch da. Hinter mir, hinter mir. Sonderlich viel Schaden mache ich zwar nicht, aber. Hinter mir? Nee, neben mir. Ach, verdammt. Aber anders kann ich den. Ach, verdammt. Anders kann ich gegen die Kleine nicht kämpfen, sonst erwischt sie mich die ganze Zeit. Ja, jetzt habe ich dich. Ein Fatal Frame und du bist weg. Aber gut, die Kleine hat nicht sonderlich viel Schaden ausgeteilt. Also wirklich viel hat sie auch nicht ausgehalten. Ich habe einfach nur Minischüsse die ganze Zeit von mir gegeben. Weil ich sie nie richtig anvisieren konnte. Jetzt ist die Lampe an. Save ihn mal für zwischendurch. Weil jetzt sind wir gleich bei dem Raum, wo wir angeblich hin müssen. PS2, du bist zu schnell im Speichern. Aber gut, ich will nichts sagen. Sagen. Weil die modernen Konsolen haben 100 Jahre Ladezeit. Also diese Ladezeiten wesentlich angenehmer. Hier was. Klingt wie ein Hammer, der auf irgendwas prallt. Klingt ein Eisenstück. Das war die falsche Taste, wetten, ja. Direkt hier? Nee, da. Nichts tun. Sie hat mich gesehen. Ich hoffe, sie ist nicht feindselig. Ich will weggehen. Danke. Die Kamerasicht hier ist ein bisschen creepy. Bisschen sehr creepy. Falsche Taste. Ich drücke immer das Falsche. Maussicht ist idiotisch. Was ist, wenn jetzt vor mir ein Geist ist? Der zerfetzt mich und ich kann nichts tun. Dann zerfetzen wir nämlich nicht. Er wird mir viel mehr die Seele aussaugen. Wie das Geister nun mal so machen. Weiß ja jeder angehende Ghostbuster. So, ich werde jetzt auf jeden Fall noch zurückgehen, da wo die andere Laterne war. Vielleicht sieht man ja noch den ein oder anderen Geist auf dem Weg dahin. Dann habe ich den Part mal wieder da gestartet und beendet, wo ich schon zuvor war. 4 Stunden? So lange spiele ich doch nie im Leben. Ja, ich weiß, die Zeit lief weiter, weil zwischendurch immer gespeichert wird und so, aber dass das so viel schon wieder ist, oh Mann, ich glaube, die Zeit wird gegen Ende dann total verfälscht sein, aber naja, was soll's, dagegen kann ich nichts tun.
Lieber das als wie irgendwelche Lags oder sonst irgendwas. Warum ist die Kamera sich auf einmal so? Jetzt kann ich den ganzen Weg zurücklatschen? Wirklich? Widerlich. Na, das war der. Warum? Was soll das? Ich wollte gerade. Verpiss dich! Ich hab dich zu spät gesehen, hör auf mich zu schütteln! Hinter mir? Aber ich muss mal kurz was nehmen hier. Oder nee, 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 ich lass mich nochmal von ihr schütteln. Also. Ich lass mich nicht von ihr schütteln, aber. Wenn sie. Oh, der Blick. Aber wenn sie mich erwischt, dann nehme ich mein heiliges Wasser zu mir. Ah, nein! Ein bisschen. Sollte sie hinter mir sein, oder? Ja. Das heißt, du bist die Mutter von dem Kind gerade. Ja, du siehst auch so aus wie eine Mutter. Bist du wirklich tot? Gib auf! Nein! Oh, die Fratze des Verderbens. Nochmal hinterher. Und nochmal. Habe ich das jetzt ausgelöst mit dem dritten Fatal Frame? Das heißt, ich kann so Fotos bekommen? Wahrscheinlich auch zusätzliche Punkte. Na gut, der Geist hat mich ein bisschen überrascht, weil ich mal wieder nicht damit gerechnet habe, obwohl er zuvor ja genau da stand. Naja, egal. Ja, geh durch. Speicherlaterne hier. Aber das ist nicht die Speicherlaterne, zu der ich hin will. Ich will bei der anderen den Part beenden. Weil da weiter oben ist ja diese kleine Tür, die wir irgendwann mal gesehen haben. Glaube ich. Oder war es eine normale Tür? Da war die kleine Tür woanders. Moment mal. Die kleine Tür war woanders, ich erinnere mich gerade. Die kleine Tür war da. Oder? Nee. Die kleine Tür war. Hä? Bin ich blind? Wo war denn die kleine Tür jetzt nochmal? Da! Das da war die kleine Tür. Was habe ich gerade? Bullshit gelabert. Ich muss jetzt hier durch. Das heißt, ich muss nach oben, dann da nach unten. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt kein Geist kommt. Und wenn doch, ich bin bewaffnet und gefährlich. Einer Kammer. Ich bin Profi-Fotografin und werde nicht eure Schokoladenseiten fotografieren. Hahaha, das ist meine Waffe, euch zu besiegen, ihr Geister. Vorne können wir nichts tun, weil ein Schrank im Weg steht, der irgendwie zu schwer ist. Aber dahinter ist eine Tür. Das war die kleine Tür, oder? Genau, das war die kleine Tür. Dann habe ich gerade eben Bullshit gelabert. Vergesst das von wegen. Ach ja, die kleine Tür da. Das war die Tür, die ich meinte. Wahrscheinlich. Ich muss da lang, glaube ich. Hoffe ich. Denke ich mal. Ja, daraus. Da sollte jetzt der Steingarten sein. Gräbergarten. Genau. Oh, der Wolf beweist Orientierung, nachdem er 50 Mal auf die Karte geguckt hat. Ha, ha, ha. Oh Mann. Wenn es nicht. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte ich lachen. Oder wenn es nicht so lustig wäre, würde ich weinen. Wie auch immer. So, hier geradeaus weiter. Dann erinnere ich mich. Dann sollte geradeaus.
Raum mit einer Treppe sein, wo ich gleich rechts abbiegen muss. Und danach kommt dieser Garten mit diesem verwickelten Baum. Genau. Der Wolf hat Gedächtnis. Hat er gerade eben bewiesen. Ja gut, es ist nicht so leicht schwer, sich daran zu ändern, weil so lange ist das hier nicht her. Gerade in diesem Part, hahaha. Gut, ich habe zwar wenig Lebenskraft, aber ich will eigentlich darauf warten, dass ich nochmal angegriffen werde und dann so ein heiliges Wasser verwende. Es sei denn, der Traum wird beendet und dann hebe ich mir mein Zeug auf. Das wäre natürlich noch besser. So. Dann würde ich sagen, das war Project Zero 3, The Tormented. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank.